Herr Stellmacher, in Anbetracht der Tatsache, wie spät der Ausgleich gefallen ist und vom Spielverlauf her, dürfte sich das jetzt vielleicht sogar wie ein Sieg anfühlen? Ja, ist richtig. Wenn man in der Nachspielzeit den Ausgleich macht, hier auswärts nach einem 0-2, war das wichtig für die Moral, hier einen Punkt mitzunehmen. Aber trotzdem fühlt es sich nicht an wie ein Sieg, ja, bei gefühlten 75% Ballbesitz. Wir nehmen den Punkt mit, sind nicht ganz unzufrieden, aber ich denke, hier war auch mehr drin, definitiv. Was haben Sie heute vielleicht nicht umsetzen können? Unser eigener Ballbesitz war einfach zu schlecht. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, wir waren viel zu hektisch. Wir haben gerade im Angriffsdrittel haben wir oftmals die falsche Entscheidung getroffen. Und somit haben wir es uns einfach selber unnötig schwer gemacht, haben den Gegner eingeladen, zu Torchancen zu kommen. Aber wie gesagt, wir sind Aufsteiger und die Fehler dürfen wir mal noch machen. Aber wir müssen daran arbeiten, dass das besser wird. Vierter Spieltag rum, Fazit? Ja, ungeschlagen. Ja, dreimal unentschieden, einmal gewonnen. Wir sind zufrieden mit der Ausbeute, zumal wir auch ein straffes Auftaktprogramm hatten. Ja, schon gute Gegner hinter uns haben. Wir sind zufrieden. Ja. Ihr nächster Gegner ist Mutschelbach. Wie werden Sie versuchen, diesen Gegner zu packen? Ist ein Bonusspiel für uns. Ja, wir fahren nach Mutschelbach, es erwartet niemand was von uns. Wir sind, denke ich, klare Außenseiter. Aber auch wir wissen, wir glauben an unsere Stärke. Das hat man heute gezeigt, dass wir bis zum Schluss an uns glauben. Und wir fahren auch nach Mutschelbach, um was mitzunehmen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, der Druck liegt eher beim Gegner. Wir freuen uns auf das Spiel. Es waren immer schöne Spiele zwischen Kirchfeld und Mutschelbach. Von daher, Spiel geht, so, wie man so schön sagt, bei 0-0 los. Und dann wollen wir mit unseren Mitteln versuchen, auch dort was mitzunehmen. Was haben Sie sich insgesamt noch vorgenommen? Ja, erstmal Punkte sammeln und so wenig wie möglich mit dem Abstieg zu tun haben. Das ist unser primäres Ziel, ja, um einfach relativ schnell die Punkte beisammen zu haben, um dann nicht unten reinzurutschen. Das wird schwer genug. Wir müssen jedes Spiel an unsere 100% kommen, um Punkte einzusammeln. Das wissen wir, das haben wir bisher ganz gut gemacht. Und so wollen wir einfach auch weitermachen.